willkommen zur siebten Folge unserer Online-Bootshow hier bei Boote Schmalzen. Wir befinden uns heute auf einem Boot von einer Bootsmanufaktur, die nur 10 Boote pro Jahr herausbringt. Und das ist die Marke Pedrazzini. Meter heißt Pedrazzini Capri und ist ein absoluter Klassiker. Das Boot wurde in den 70er Jahren gebaut und das Besondere daran ist, Boote Schmalzel hat es im Jahr 2019 vollständig restauriert. Zusammen mit dem Eigentümer haben unsere Experten von Boote Schmalzel Revival das Boot nicht nur restauriert, sondern auch komplett modernisiert. Zum Beispiel haben wir die Polsterung komplett überarbeitet. Sie ist nicht mehr abgesteppt, sondern glatt. Vorne, die zwei Sitze waren früher eine komplette Bank. Es gab einen Teppichboden, nun haben wir einen Holzboden mit Adern eingebaut. Das gesamte Armaturenbrett wurde neu gestaltet. Und wie ihr schon hören konntet, haben wir auch dem Herzstück dieses Bootes neues Leben eingehaucht. Und das ist der V8-Motor. Traditionsgemäß verbaut Pedrazzini in seinen Booten nur V8-Motoren. Dieser 350 PS Motor wurde vom Boote Schmalzel komplett zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Bei der Restauration haben wir nicht nur an der Optik gearbeitet, sondern auch am Komfort. Zu den Highlights dabei zählen eine 3-Wege-Soundanlage, ein im Boden verbauter Kühlschrank, der extra angefertigt wurde, und statt dem Cabrio-Verdeck, das nur für Regenschutz gedacht ist, wurde ein Bimini, das ein Sonnenschutz ist, im hinteren Bereich nahtlos eingebaut. Und auch wenn sich die Geister scheiden werden, muss auch Pedrazzini mit der Zeit gehen. Seit heuer rüsten wir von Boote Schmalzel das Pedrazzini Capri Werft neu mit einem 150 kW Pictronic Motor aus. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse von diesem exklusiven Projekt. Tja, und so geht ein Tag zu Ende. Freuen Sie sich auf die nächste Episode, wo wir einen Blick hinter die Kulissen unserer Werkstätte schauen wollen. Und folgen Sie uns auf Social Media, Instagram und Facebook oder kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.